Erstmal herzlich willkommen zu einem kurzen Modern Koi-Blog in eigener Sache. Und Sie werden es heute Abend sehen. Unsere Shipments gehen weiter. Wir schicken schon wieder seit zwei Wochen Koi aus Japan hier rüber nach Europa. Und wir haben jetzt zuerst mal alle unsere Kundenkoi, die die wir schon verkauft haben. Wir haben aber unsere Kunden auch soweit alle angeschrieben. Die unsere Koi, unsere Kunden, nicht unsere Koi, unsere Kunden in den letzten Monaten über die Auktion gekauft haben. Insbesondere im Winter. Die sind jetzt alle hier. Und wir haben auch schon angefangen jetzt Tosei neu zu importieren. Wir haben Jumbo-Tosei schon wieder bekommen. Über 200 Weibchen und eine wirklich gigantische Qualität. Wie kommt es dazu? Ich habe Ihnen ja noch vor kurzem erzählt, die Frachtpreise sind um sechsfache gestiegen. Die... Japanische Regierung oder die Fluglinien, ich kann es Ihnen nicht sagen, die zwei großen japanischen Fluglinien ANA und Japanese Airlines, YAL, ähm, haben von heute auf morgen Frachtraum gehabt und haben von heute auf morgen die Frachtpreise deutlich gesenkt. Wir sind zwar immer noch, glaube ich, 300, 400 Yen pro Kilogramm teurer, das sind ungefähr 2,50 ja, Euro, 3 Euro, was ja teurer sind nach wie vor, aber da haben wir gesagt, in den sauren Apfel. Wollen wir beißen, müssen wir beißen? Hauptsache, wir können Ihnen schöne Koi liefern. Also, es werden in Kürze sein, nicht in Kürze, sondern heute werden sei in die Auktion gehen und dann wird es auch in Kürze wieder Nissai geben. Und auch die Leute, die dann zu unseren Outlets kommen, die Ende Juni anfangen, haben dann eine Riesenauswahl aus wirklich. Tollen, tollen Koi. Ja, das war ganz kurz in eigener Sache. Nur, dass Sie informiert sind darüber, wie es weitergeht und dass Sie auch dieses Jahr noch den ein oder anderen wirklich schönen Koi bei uns kaufen können. Makoto macht gerade die Selektion. Der Nissai, die nicht in den Naturteich gegangen sind, auch die haben wir alle gekauft. Da weiß ich, viele Kunden sind da ganz heiß drauf. Auch bei den Dreijährigen haben wir ein paar Aussteiger, wo Makoto gesagt hat, komm, Martin. Wir verkaufen die, gehen jetzt nicht mehr in Naturteich und ich weiß von diesen Fischen, dass sind viele richtig begeistert, weil sie vor Jahren welche gekauft haben und wissen, wie toll sich die entwickeln. So, jetzt hoffen wir natürlich, dass das alles so bleibt und dass nicht übermorgen die... Zweite Infektionswelle kommt und wieder alles stillgelegt wird. Aber in Japan, ich weiß nicht, ob Sie es über die Medien mitbekommen haben, sind die Lockerungen schon da. In Hiroshima haben alle Lokale ohne Einschränkungen wieder auf. Die Schulen haben auf, Kindergärten haben auf. Also Makoto hat gesagt, das normale Leben ist zurück. Und ich habe ihn jetzt gerade vor zehn Minuten gefragt, in den letzten Tagen in Hiroshima zumindest kein einziger neuer. Fall von Corona. Und das ist natürlich auch eine tolle Nachricht, aber wir sehen ja auch in Deutschland sind die Zahlen ja auch weiterhin massiv am Fallen. So, das ganz kurz in eigener Sache. Dankeschön.